Servus Monsterhunter Freunde, willkommen zum nächsten Bildvideo. Heute geht's um den Hammer. Das Bild wurde jetzt upgedatet, noch stärker als je zuvor. Ist ein extrem geiles Bild, man verliert nie die weiße Schärfe. Bleibt auf jeden Fall dran. Wie immer fangen wir mit dem Status an, dass ihr so einen groben Überblick bekommt, mit was ich hier spiele. Danach geht es dann zu den einzelnen Rüstungsteilen, zu den Juwelen, dass ihr den Bild 1:1 nachbauen könnt. Ihr seht auf der linken Seite schon den Status. Wir haben einen Angriff von 1420 Punkten. Das ist wirklich sehr hoch. Standard weiße Schärfe, eine 35er Affinität und es ist kein Element drauf. Dadurch können wir wieder einen Nicht-Element-Boost fahren. Ihr seht hier auch schon die Fähigkeiten 7er kritischer Blick. Ein 6er Angriffsboost kann man wahlweise sogar auf die Stufe 7 nach oben pushen. Mir fehlt leider ein Angriffsjuwel, aber wie gesagt, 7er Angriff geht ebenfalls. Kritischer Boost auf 3, Schwäche, Vorteil auf 3, Höchstleistung auf 3. Und dann natürlich den Nicht-Element-Boost. Und da mir eben ein Angriffsjuwel fehlt, habe ich jetzt einfach die freie Mahlzeit eingebaut. Fangen wir mit dem Hammer an, welchen ich jetzt hier verwende. Das ist der Tarot-Hammer-Schlaf. Bekommt man natürlich bei Kulf und ist ultra stark. Wenn nicht sogar der beste Hammer. Aus zwei Gründen. Der Angriff ist schon wirklich hoch. 1040 Punkte. Es gibt auch andere Hämmer, die sind höher. Aber muss hier sagen, wir haben Standard weiße Schärfe. Somit müssen wir kein Handwerk spielen, was uns ja erlaubt, andere Fähigkeiten mit reinzunehmen. Und top, eine Nuller Affi, keine Minus Affi. Wir können direkt ins Positive pushen. Kein Element drauf. Wir können nicht Element Boost fahren. Und der Hammer ist bei jedem, ja, kann bei jedem Monster verwendet werden dadurch. Verteidigungsbonus und top auch noch drauf, plus 30 Punkte, ist nicht verkehrt. Wir können die Waffe einmal augmentieren. Ich empfehle euch jeden Fall auf Gesundheitswiederherstellung augmentieren, sowieso bei dem Bild, denn ihr werdet gleich sehen, warum. Dann beim Talisman habe ich den Angriffstalisman drin, direkt dritte Stufe vom Angriff. Dann habe ich die Kaiserkrone Gamma von Teostra, 2er kritischer Blick plus 2 mittlere Slots, ein sehr starkes Rüstungsteil. Kaiserin Panzerung B, Höchstleistung Stufe 2 und hier brauchen wir eben ja die Lebensaugmentation. Wenn wir die Rolle machen oder allgemein, kann man mit dem Hammer sehr gut Schaden austeilen. Man heilt sich normalerweise immer ganz nach oben wieder voll auf 100%. Und wenn man eben 100% Leben hat vom Gesundheitsbalken, wenn der komplett voll ist, bekommt man dann eben noch 20 Angriffspunkte mehr. Und das ist wirklich sehr ordentlich. Funktioniert wirklich einwandfrei. Dann habe ich noch die Kaiserarmschienen Gamma, 3er kritischer Blick plus einen großen Slot. So pushen wir natürlich kritischen Blick schon sehr weit nach oben. Kulf Gamma ist auch mit dabei. Bei der Hüfte, kritischer Boost 1, Schwächevorteil 1, ebenfalls einen großen Slot, auch ein sehr gutes Rüstungsteil und zu guter Letzt noch einen kritischen Blick auf Stufe 2 bei den Beinen, einen ganz großen Slot und einen kleinen. Und wer schon aufgepasst hat, wir haben drei Teile Theo an, drei Teile Kaiserrüstung, bedeutet, wir bekommen noch den Teostra-Bonus, verhindert, dass deine Waffe durch das Erzielen von kritischen Treffern an Schärfe verliert und wir haben insgesamt eine 85er Affi ist es, glaube ich. Und wir kritten eigentlich nonstop und dadurch verlieren wir natürlich keine Schärfe und man muss normalerweise ja in einem Fight nicht schärfen, außer es geht wirklich extrem lange und man trifft gar keine Schwachstellen. Aber normalerweise ist die weiße Schärfe nie weg durch diesen Teostra-Bonus, wirklich sehr, sehr stark und der Hammer hat auch ein gutes Stück weiße Schärfe. Und das teilt schon wirklich ordentlich Schaden aus. Schauen wir uns die Juwelen an. Die sind natürlich ein bisschen seltener. Zweimal kritisches Juwel, um dort eben auf die Stufe 3 zu kommen. Genauso wie das Aufweichjuwel, ebenfalls zwei Stück, ebenfalls an die Stufe 3 auf Max. Ein markersloses Juwel für die Höchstleistung, dass man nochmal 20 Angriffspunkte mehr hat, wenn die Gesundheit voll ist. Und oben ist das elementlose Juwel, 10% mehr Grundschaden, dann ist der Angriff da eben nochmal erhöht. Und dann sind drei Angriffsjuwele drin, 4 kann man auch reinnehmen, seht ihr unten, ich habe leider keine 4, habt ihr 4, habt ihr einen 7er Angriffsboost, was schon geil ist. Ihr könnt aber auch nur ein Angriffsjuwel verwenden, seht ihr jetzt, dann habt ihr eben einen 4er Angriff, ist jetzt auch nicht verkehrt, der Schaden ist jetzt nicht so weit unten dadurch, ein Angriffsjuwel hat jeder, das bekommt man durch die Story und dann hätte man drei kleine Slots frei und kann sich irgendwas Nettes einbauen, zum Beispiel Lebenskraft, hat man 200 Gesundheit oder Schnellessen, was ihr eben möchtet, ist wirklich auf jeden Fall ganz nett.
Max Damage auf jeden Fall, da nochmal 3 Angriffsjuwelen rein. Wer das natürlich nicht hat, kann auch ja zum Beispiel nur 1 reinmachen und dann noch andere Sachen benutzen. Machen wir noch kurz einen Schadenstest mit diesem Hammer. Ich bin natürlich nicht gebufft, alles ganz normal Grundschaden jetzt hier. Und wir machen jetzt gleich mal die Urknall-Kombi. Erstmal die hier, zack. Wir haben jetzt insgesamt einen Crit-Treffer mit 367 Punkten. Wie gesagt, 85er Affi ist schon wirklich sehr ordentlich. Der Verteidigungswert auch richtig baba. 519 Punkte, also ja, ist wirklich ein sehr starker Build. Machen wir mal ganz kurz die Urknall-Kombi, dass ihr seht, wie oft wir critten. Zweimal Crit, das war jetzt hier kein Crit-Treffer, wieder Crit-Treffer. Und nochmal Crit-Treffer am Schluss, 432 Punkte. Wir sind nicht gebufft, kein Angriff L oder sowas. Oben links seht ihr zwar, dass ich so ein kleines Schwert habe, das kommt aber durch die Höchstleistung, die eben aktuell aktiv ist, da ich 100% Leben besitze. Das war es jetzt hier soweit von dem Bild. Ich hoffe, er gefällt euch, ist wirklich extrem stark. Gerade beim Pony, bei Kirin, wenn man die ganze Zeit rollt etc., haut das schon wirklich ordentlich raus. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Wer mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.